Jaschka sucht den Kreis, Thorsten Lahn, aber Philipp Wiecher hat aufgepasst. Und Jaschka ist liegen geblieben, der hat eine abbekommen. Spiel läuft weiter, Christian Zeitz in der Bank. Erster Treffer jetzt für die Füchse, Sven Sören Christoffersen. Klasse gemacht von Christian Zeitz. Und da gab es auch den einen oder anderen, der gesagt hat, eigentlich... Aber dann ohne Durchschlagskraft und Präzision. Er ist der Spieler dieser ersten Minuten, Christian Zeitz, sein Merkenswertes. Auf der Platte, denn urplötzlich ist er dann wieder da, explodiert. Genau wie Christian Zeitz hier in der Anfangsphase. Kubischal auf der einen Seite und Zeitz auf der anderen Seite, die machen gerade das Spiel. Also wir haben ja gerade schon über seine Situation in Richtung Nationalmannschaft gesprochen, was auch immer in der Vergangenheit war. Er ist erst 29. Vielleicht muss man doch noch mal über ihn nachdenken für die Zukunft. Da hat man ja gesehen, was ein Kreisläufer wert ist. Unfassbare Vorstellung damals von Bert Roschel. Das stimmt. Ah, Zeitz. Hier oben nur die leiseste Kritik gibt, die da unten sofort reagieren. Auf Platz 2 vorzurücken. Es geht also auch darum, wer der erste Verfolger des Primus. Alles so weiter, wie er im ersten Durchgang aufgehört hat. Einen durchschnittlichen Tag von Wiecher gut überstehen können gegen so eine Mannschaft wie Berlin. Das ist richtig, aber sie haben Zeit heute. Unglaublich. Und das bei den Franzosen.